Rumänische Behörden haben damit begonnen, 15 Luxusautos und andere Luxusgüter des Social-Media-Influencers Andrew Tate von einem Gelände am Rande von Bukarest zu entfernen, wert 3,6 Millionen Euro. Der 36-jährige britisch-amerikanische Staatsbürger Tate hat auf Twitter 4,5 Millionen Follower. Er soll junge Frauen dazu gezwungen haben, in kommerziell verbreiteten Sexvideos mitzuwirken. Der Vorwurf lautet Menschenhandel und Vergewaltigung. Er sitzt in Untersuchungshaft. Gegen seinen Bruder wird auch ermittelt. Wenn die Staatsanwälte beweisen können, dass Tate durch illegale Aktivitäten zu Geld gekommen ist, könnten die Vermögenswerte zur Deckung der Ermittlungskosten und zur Entschädigung der Opfer verwendet werden, sagt eine Gerichtssprecherin.